Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video in der Testzone. Ich teste heute mit euch das Spiel Lost Region. Ein Early Access Titel, der am 15. Juli 2019 auf Steam erschienen ist, kostet momentan bei 25% Reduzierung 14,99, später dann 19,99 und ja, es ist ein Survival-Titel. Ich bin immer neugierig bei Survival-Titeln, deswegen muss ich mir das unbedingt angucken. Das Ganze spielt auf einer 64 Quadratkilometer großen Map, à la DayZ, à la Scum, laufen wir rum, müssen looten, survivalen und können eine Base bauen, etc. Das Ganze habe ich mir noch nicht ganz genau angeguckt, nein, nur gelesen. Ich will das in der Testzone mit euch extra schön austesten und wir sehen, es gibt einen Singleplayer und es gibt einen Multiplayer. Natürlich werden die Spieler da wieder böse sein, ist ja klar, aber das kennen wir ja nicht anders aus solchen Spielen. Ich will euch gar nicht so lange quälen, gucken noch mal ganz schnell in den Optionen rein. Da seht ihr, Ambient Occlusion will ich nicht haben, das gibt immer so Unschärfeffekte, das sieht irgendwie das doof aus und sonst weiterhin als auf Ultra. Das sieht doch ganz gut aus. Wir können die Audio noch einstellen, den Input, Aim, Sensitivity, okay, so cool. Keybinding und Game, wo gar nichts kommt. Okay, super. Dann sagen wir mal Back und wir gehen auf Multiplayer. Und Red the Server, nein, Join natürlich. Ne, wir sind kein Server, um Gottes Willen. So. Die Server sind nicht voll, wie wir sehen, und haben einen sehr hohen Ping. Was aber daran liegt, wahrscheinlich, dass ich gerade Uploads mache. Nehmen einfach mal den vollsten. Mit vier Spieler ist das echt der vollste. Okay, ihr seht nicht viele Spieler. Und springe auf diesen Server. Das Spiel wurde bei Steam sehr negativ bewertet. Die Grafik soll so minimal gut sein oder maximal gut. Also es ist so ein Ding zwischen miscreated, ein bisschen schlechter als miscreated, aber das werden wir jetzt sehen. Ne? Also wir dürfen auf jeden Fall schon mal was aussuchen. Wir sind etwa das Team Cobra oder das Team SA, was auch immer das ist. Ich nehme das Team SA. Muss jetzt einen Namen eingeben, alles klar, das sollte man wissen. So, klassischer Name für normalen Menschen. Safe. So, da seht ihr auch schon mal die Grafik, die gar nicht so schlecht aussieht, muss ich jetzt sagen. Dürfen wir jetzt hier einstellen, Mann. Wir dürfen noch keine Frauen wählen, macht aber nichts. Und einen anderen Kopf. Das ist eigentlich jetzt komplett die Charaktererstellung. Name, oh, guck mal die Arme manchmal. Zip. Und dürfen uns jetzt ein Gesicht geben. Was für ein Gesicht will ich haben? Ich will den hier haben. Okay, los geht's, glaube ich schon. Neuer Charakter, könnten wir jetzt auch noch erstellen, will ich aber nicht edit, wir können den noch verändern. Gut, wenn man nur den Kopf einstellen kann, ist es nicht so spannend. Spawn, wir werden in einer Safe Zone spawnen, wenn ich das richtig verstanden habe. Okay, you have entered a safe zone. Gucken uns direkt von unten an, warum auch immer. Und wir haben 0 Uhr 36, das ist gar nicht so schlimm. Da können wir mal sehen, wie dunkel die Nacht ist. Okay, so sieht schon mal eine Safe Zone aus und so bewegen wir uns. WSD ist die Steuerung. Wir können springen mit Leertaste. Und wahrscheinlich irgendwie interagieren mit irgendwelchen Charakteren, ne? Ich muss erstmal gucken, erstmal klarkommen. Okay, draußen scheint es aber heller zu sein für eine Nacht, als ich erwartet habe, was ich sehr gut finde. Das finde ich wirklich sehr gut. Das ist immer so dunkel. Es leckt aber ganz schön. Okay, wir können Wasser pumpen. Ein, steht da. Ich mach das einfach mal. Ich habe nicht leere Flaschen dabei. Okay, das Ganze ist wie gesagt ein ganz normaler Survival-Titel. Wir haben auch eine Map, wie wir sehen, mit M und ich weiß nicht, wo ich bin. Kein blassen Schimmer, um Gottes Willen. Sieht sehr, sehr, sehr bergig aus, die Map. Ich denke mal, wir sind irgendeine Safe-Zone, die ich nicht erkenne. Sehr interessant, da steht Player sogar. Okay, vielleicht müssen wir erst eine richtige Map finden oder einen Kompass oder so. Nachbarschaft, Höhlen, Trailerpark, Gasstation, Radioantenne. Keine Ahnung. Nochmal auf M, gehen wir wieder raus. Guck, ganz schön grimmig, den ich hier ausgewählt habe, ne? Gut, Mission. Ich weiß nicht, ob wir NPCs haben, an denen wir Missionen annehmen können und uns ein bisschen verbessern. Das wäre natürlich schön. Wir haben direkt zum Start auf I ein Inventar und wir haben auch schon einen Rucksack auf. Wir haben noch keine Waffe, logischerweise. Und wir haben hier so einen kleinen Rucksack. Es gibt eine Taschenlampe, es gibt eine Gasmaske, wahrscheinlich, oder eine ABC-Schutzmaske, wenn man es richtig ausdrücken will, die wahrscheinlich für Ortschaften, spezielle Ecken nötig ist, denke ich mal, wo man hinkommt. Kopfverdeckung, Oberteil, Hose, Schuhe, alles noch sehr simpel gehalten, ne? Rennen, das ist Laufen, das ist Rennen. Okay, da die sich jetzt hier hinhocken. Da war doch gerade ein Spieler, oder? Oder war das ein NPC, der mir vorbeigelaufen ist? Gut, die Map ist so groß, dass zufälligerweise jetzt ein Spieler mir vorbeiläuft. Das ist eher unwahrscheinlich bei der Spieleranzahl, ne? Okay, 1 Uhr nachts, es wird gleich Tag, das ist super. Perfektes Timing. Hier gehen wir dann aus der Safe Zone raus, denke ich. Und ich gehe mal zum Hubschrauber. Das Spiel gibt ja keinerlei Tipps. Sagt dir überhaupt nicht, was du machen sollst. Switcher, wir können es umbringen. Guck mal, können wir den Charakter wechseln. Wie cool ist das? Option oder zurück ins Menü. Nur mal so nice to know. Man muss auch mal schauen, ne? Ein Skilltree oder so habe ich nicht gesehen. Das ist jetzt U.
Ihr seht Hunger und Durst, das sieht man hier im Spiel gar nirgendwo. Das musst du wirklich auf U gucken. Ist aber noch sehr gut. Na gut, Survival-Titel, ne? Hier wird es aber sehr dunkel. Steht ein Hubschrauber, falls ihr den nicht seht, den ich nicht benutzen kann. Oh, schade, ich dachte, ich hätte einen Hubschrauber gefunden. Nein, Quatsch. So, dann gehen wir einfach mal spazieren. Ich denke, wir werden die Information bekommen, wenn wir die Safe Zone verlassen haben. Ne? Gut, das Ganze wurde wirklich sehr, sehr negativ auf Steam bewertet von der Community aufgrund von vielen Abstürzen. Und wie gesagt, man kann ja auch eine Base bauen, deswegen suche ich eigentlich auch noch ein Menü, ehrlich gesagt. Aber das Spiel sagt mir nicht, wo es ist. You cannot build. Okay, müssen wir auf B drücken für Build. Aber wir sind ja in AI-Camp, also sind ja noch in der Safe. So, ich gehe einfach mal quer durch den Wald und hoffen, dass gleich helliger Tag wird. Damit wir dann den Rest des Testzonen-Videos auch was sehen. Ne? Das ist ja auch wichtig. Ne? Aber so ist das Gute. Können wir uns erstmal gedeckt heimlich vor diese vier anderen Spieler hier aus dieser Safe Zone entfernen. Also, was ich gelesen habe, ist, die Leute haben zum Beispiel eine Base gebaut und konnten dann neu spawnen im Spiel, aber sind immer in der Safe Zone neu gespawnt, nicht in ihrer Base. Okay, dieses AI-Camp ist riesig groß, scheinbar. Ein großer Radius drumherum. 1.20 Uhr, tiefste Nacht. Mein Charakter leuchtet richtig vor Energie, vor Freude. Und allgemein, wie gesagt, sieht die Map tatsächlich... Oh, jetzt sehe ich mich sogar. Wir laufen nämlich außerhalb der Map jetzt. Das ist natürlich tricky. Sah man mich gerade schon? Gehen wir mal hier einfach den Weg lang. Da weiß ich jetzt auch, wo ich bin. Das ist gut. Aber der läuft nicht weiter, wenn man die Karte aufmacht. Da unten zum See. Da könnte ein Trailerpark sein oder sowas, denke ich mal. Dass da was zu finden gibt. Ne? Den ersten Loot. Dann gucken wir uns den Baseball ein bisschen an. Schauen, wie oft uns das Spiel abschmiert. Ich hoffe nicht, denn es gab auch Patches zwischenzeitlich scheinbar. Und nutzen die Dunkelheit, um uns fortzubewegen. Er läuft auf jeden Fall wie eine Schnarchtante. Also er ist ultra langsam, der Typ. Ne? Und das ist Rennen. Das ist Laufen, das ist Rennen. T ist Sprechen. Ich schreibe mal Hallo. Ey, voll nachgemacht von Scum, ey. Ich kriege keine Resonanz. Keiner hat mich lieb. Okay, eigentlich, ich mag ja Open-World-Survival-Titel gern. Nach 64 Quadratkilometer fühlt sich das jetzt aber nicht an, optisch gesehen. Obwohl wir bewegen uns kaum vorwärts, ne? Könnten 64 Quadratkilometer sein, aber das sind ja auch alles nur Berge, ne? Wo man ja gar nichts machen kann, schätze ich mal. Early-Alpha-Version, ja, frühe Alpha-Version sogar noch. Deswegen bewerte ich Spiele in der Regel eigentlich nicht negativ, außer sie fallen halt direkt super negativ auf. Da steckt immer viel Arbeit drin von Seiten von solchen Entwicklern, ne? You have left a safe zone. Boah, ist die Safe Zone groß. Aber ist auch gut, weil dann hast du nicht diese doofen Safe Zone Snipers. Wir haben bestimmt auch ein globales Inventar da. Mal schauen. Wir werden auf jeden Fall bestimmt da wieder landen. So, gut, ich drücke nochmal M, nee, B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Passiert gar nichts. Das wäre jetzt der Build Mode, wo wir was bauen dürfen. Da, auf C. Wir dürfen Buildings bauen. Campfire, Fackel. Oh, man kriegt mir auch ein Bild dazu. Ja, wow, cool. Eine Kerze. Dafür brauchst du natürlich Ressourcen. Diese Wooden Sticks und Rope. Was ist das denn für ein Ding? Hidden Storage. Boah, cool. Sowas fehlt mir in manchen Spielen. Ne? Ich nenne es nicht die anderen Spiele. Campingbett. Sehr nice Sachen. Workbench. Joiner Workbench. Water Collector. Stone Oven. Ohne Bild. Naja, ist doch immerhin schon mal etwas, ne? Medizin, gibt's krasse Bandagen und Waffen. Erstmal Knüppel, ne? Der gute alte Knüppel, eine primitive Axt, ein Rohr und Baseballschläger mit Nägel. Ja, das ist doch schon mal etwas. Also, für eine frühe Version schon einiges, ne? Also, wichtig wäre die Foundation oder sowas, ne? So, ich nehme die Beine in die Hand und renne jetzt erstmal. Ich möchte ja wenigstens eine Location entdecken. Wir haben 2 Uhr nachts gleich. Nutzen den Schutz der Dunkelheit aus. Und hier seht ihr so, hier war passt ja nichts. Also ihr seht sowieso genug, aber es ist einfach nur Wald und Weg. Mein Hallo bleibt jetzt für immer stehen, scheinbar. Hat mich keiner lieb. Ups. Und eine Ausdauer oder so scheint es nicht zu geben. Oh, ist da was? Da leuchtet es auf jeden Fall wie so ein Campfire oder sowas. Scheint was zu sein.
Ich bin auch mutig, wir haben nichts zu verlieren. Weiß nicht, ob es NPCs gibt, wenn wir rausfinden. Also auf jeden Fall Lager. Könnte sein, dass das ein gebautes Lager von einem anderen Spiel ist. Das wäre aber eher ungeschickt, direkt an der Safe Zone, meines Erachtens nach. Leckt auf jeden Fall ab und zu mal ganz schön. Okay, sehen wir schon mal so ein paar Bauelemente, Sandsäcke und sowas. Campfire, Kisten, Betten. Das sieht auf jeden Fall nicht so aus, als ob das Spieler gebaut hätten, ehrlich gesagt. Warum sollten sie sich da Fässer hinstellen? Ist alles leer. Wow. Campfire, das kann ich jetzt craften? Ja, klar. Crafte mal einen Baseballschläger. Food. Was haben wir denn am Food? Wasser. Können wir wahrscheinlich abkochen. Bärfleisch, Hirschfleisch, Wolffleisch. Sieht alles schimmelig aus, finde ich. Pasta. Pasta mit Pilzen. Pasta mit Fleisch. Wie Textur, ey. War aufgemalt. Reis. Also es gibt schon große Töpfe zum Essen, ne? Aber ich habe ja noch gar nichts gefunden. Die erste Logik sagt mir, die Straße langlaufen. Auch wenn die Gefahr groß ist, dass wir vernichtet werden von jemandem, der schon einen Stock hat. Achso, wie können wir denn überhaupt sowas finden? Oh, guck mal hier was, mein erster Loot. Ein Pilz. Zack, einkassiert. Mein zweiter Loot, wieder ein Pilz. Kann ich bestimmt essen. So, ich will jetzt nicht 1000 Pilze sammeln. Was soll das? Wie? Drop Use. So, auf U. Haben wir ein bisschen Essen dazu bekommen? Oh, wir müssen das aber bei allem mit trinken, ne? Wie keiner lieb steht immer noch da. Ein ewiger Chat. Wahrscheinlich kann keiner lesen, was ich da schreibe, weil die nicht die Sprache beherrschen, die ich spreche. Wo ist denn die Straße hier? Bin schon abseits der Straße, ja. So. Also erster Eindruck der Map. Es gab schon ein Lager. Ich weiß nicht, ob das... Ich glaube nicht, dass das ein Spielerlager war. Kein Spieler so blöd und baut das mitten am Waldstück da und an der Hauptstraße zur Safe Zone hin. Was wäre das denn für ein Blödsinn? Aber sonst wirkt es gerade sehr karg. Bis auf dieses eine Lager hast du erstmal ordentlich Rennerei, bis du überhaupt irgendwas erreichst. Aber es ist ja normal. Fahrzeuge konnte ich noch nirgendwo entnehmen, ob es die gibt. Ich glaube, bei dem Gelände hier macht das nicht wirklich viel Sinn. Steine, kann ich hier rein? Guck mal hier. Natürlich auch Steine sammeln. Wir brauchen ja jetzt. Wir wollen ja auch gleich ein bisschen was craften, ja klar. Aber Steine scheint es genug zu geben. Holz. Brauchen wir. Wir können ja erstmal einen Knüppel bauen. Scheint ein bisschen besser zu versteckt sein. Okay. Gehe ich direkt über die Straße. Hier ist der See. Kann man direkt mal testen, ob man schwimmen kann. Ja. Okay, ist er am Schwimmen. Bap. Zack. Getestet. Auf jeden Fall geht die Nacht Gott sei Dank schnell um. Es wird auch schon heller. Gefühlt. Das Grafik, die haut mir nicht vom Hocker, um Gottes Willen. So eine Open World ist auch immer ein bisschen anstrengend. Kleine Entwicklerunternehmen haben natürlich nicht die Kohle, hier so ein dickes GTA einzuhauen. So ein Trailerpark suche ich aber vergebens, war. Das scheint ein Staudamm zu sein. Woodlock. Papp. So sieht das also schon mal aus. Gleich haben wir 3 Uhr. Wie gesagt, geht aber schnell um die Zeit. Naja, ich starte nicht gerne in der Nachtspiele tatsächlich, aber die ist ja Gott sei Dank etwas heller. Und dafür haben wir gleich den Tag, wenn es Loot gibt. Ist das auch ein Woodlock? Nee, das ist einfach ein umgefallener Baum. Doch. Das ganze Ding war Woodlock? Der im Inventar jetzt aus. Okay. Ich renne auch die ganze Zeit. Das ist der Mond. The Moon. Da sind immer Pilze. Manche, wir schaffen in der Testzone eine Pasta zu machen. Wäre das nicht episch? Mond, hau ab, wir wollen Tag. Lass die Sonne raus. Boah. Ja, ihr seht das. Der Mond war weg. Deswegen gab es einen Lag. Tschüss, Mond. Hallo, Sonne. So geht's wirklich einfach mal die Straße lang. Also, wir haben uns jetzt schon gut bewegt hier tatsächlich. Ich könnte jetzt mal zum Staudamm gehen, aber diese richtigen interessanten Lootspots müssen wir wahrscheinlich erst aufdecken. Das werden wir beim Staudamm sehen. Ob
Was er dann speichert, ich weiß es nicht. Da könnte nämlich lootiger Loot sein. So die erste Anlaufstelle, nachdem man mal in so eine Safe Zone spawnt. Vielleicht gibt es ja nur eine, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat mich keiner liebt, das ist schon mal klar. Das ist wohl nicht beantwortet. So, Container. Einfach mal zu und sinnlos. Hier haben wir ein Gebäude. Kann man nicht durch Fenster klettern? Da ist auch eine Tür. Na gut, ich habe erst eine Seite geguckt. Unfair. Da will ich gleich meckern. Kisten nicht zu looten. Lex. Boah. Hier leckt das hier. Spawnt wohl gerade Loot oder so. Ein Auto. Von der Form und von der Größe her perfekt kann man nicht looten. Ach, guck mal hier. Türen gibt es erst gar nicht. Use. Ein großer Rucksack. Take all. Ja, den will ich aber auch nehmen. Muss ich wahrscheinlich in den extra Inventar. Drop. Nein. Der wahrscheinlich viel mehr Platz bietet. Ja. 10 Kilo mehr Gepäck für uns. Drop. Drop. Was soll ich denn mit den alten dann noch, wenn ich so einen coolen gefunden habe? Es geht los. Hier ist leer. Wirklich das Looten gewinnen. Black Jacket. Geil. Und man weiß nicht wirklich, wo man lootet. Die ersten Nahrungsmittel. Take all. Muss man auf ESC drücken. Was ich, ist das? Zählt der ganze schon? Nee. Und die Nudeln kennen wir doch irgendwo her. Ein Ei. Extra ESC dafür zu drücken, ist doof, oder Klaus? Okay, erstmal dick fett Food gefunden. Übelst. Klaus? Ein Sägeblatt? Nehmen. Okay. Warum darf ich den Schrank durchsuchen, aber die nicht? Ach, der hat Schubladen, ich sehe es. Schrauben? Metallschrott, Metallkabel oder Draht und Seil. Nimm alles. Und nochmal einen Satz Nudeln. Irre. Ein MAE, und ein Brot. Aber alles keine Waffen. Oh, ein Topf. Sieht gar nicht so übel aus für unsere Pasta. So. Eine Flasche Wasser. Take all. Eine Flasche Wasser. Toiletten kann man nicht durchsuchen. Spiegel nicht. Ich bin sehr kritisch heute. Nein, Quatsch. Was? Fünfmal leere Flasche, okay. Alter. Verhungern wir sie nicht. Pringles? Glaubst du hier nicht? Pringles gefunden. Nochmal. Ein Apfel. Jetzt haben wir aber tolle Sachen gefunden. So, gut. Hunger verdursten werden wir definitiv erstmal nicht. Da unten geht es auch in den Staudamm. Also es dauert aber ganz schön lange, bis hell wird. Ne? Wir haben schon 4 Uhr. Haben wir nicht Sommer? Aber der Rucksack bewegt sich schön mit, ne? Die Schnallen. Craft. Kann ich nicht craften, weil ich dachte rappen. So. Sorry, das Brummen gehört zu dem Strom hier scheinbar. Razer-Pistole? Was ist das denn? Das ist immer Blade. Schrauben, Woodstick, Metal Scrap. Also, dann hätten wir schon mal was Vernünftiges hier. Das hätten wir sogar fast alles. Finde Woodstick, Wire, okay. Oh Mann. Improvisierte Pistole. Sieht cool aus. Und wo ist das Gewehr? Sieht gar nicht so übel aus. Schade, dass man sich drehen kann. Ammo. Craft. Kann ich alles nicht craften. Ich bin doch. Boah, ist das Brumm eklig. Muss das sein?
muss ich leider springen, warum auch immer. Okay. Dann würde ich sagen, auf den Militärstationen. Sonne geht auf. Dann seht ihr noch mehr von diesem atemberaubenden Spiel. Na, scheiße ist es nicht. Ist halt ganz normal. Wir kennen es, haben schon tausendmal gesehen, solche Spiele. Steuerung und es laggt. Kann man denn hier hoch? Ich kann mir auch hin. Ups, das war. Hinlegen oder sowas? Also ich komme in solche Menüs rein. Hier gucken wir dann mal weiter den Staudamm an, aber ich glaube nicht, dass uns hier noch was erwartet. Oh. Hier könnte man dann auch nochmal reingucken. Okay. Wir gehen aber die Straße lieber weiter lang. Da hinten ist eine Antenne. Schauen wir mal, was wir noch so finden können. Also wir haben einen Topf, wir haben Nudeln, wir könnten Pilze suchen, wir haben Spaghettis. Bonjour, schreibt, ah, Französisch. Kann ich überhaupt nicht. Bitte folgen Sie den Weg. Boah, das ist lang, bis es hell wird. Also von der Farbe, von der Dunkelheit ändert sich gar nichts, obwohl der Himmel heller wird. So, wenn wir jetzt die Straße folgen, landen wir irgendwo. Es ist aber auch nicht markiert worden oder so, die Location da, der Staudamm. Was, was man da noch finden muss. Wir haben hier eine Gabelung, die würde jetzt nach dem Berg gehen. Aber da endet eine gelbe Straße, wo die, das ist interessanter, oder? Ich weiß es nicht, ich kenne mich hier nicht aus. Er nimmt die Beine in die Hand und rennt wie der Teufel. Das ist maximale Geschwindigkeit. Boah. Immer wenn das passiert, ändert sich das Wetter ein bisschen. Also, das muss schwierig sein zu programmieren, sowas, ne? Mit Wetter. Was? June Karotte. Tu es la toi. Das ist in Französisch. Weiß nicht, was das heißt. Französen. Gott, französische Gegner. Bis jetzt habe ich noch keinen Absturz des Spiels erlebt. Seltsame Lex-Starke, ja, aber. Okay, das muss man übersetzen, ne? Keine Ahnung. Aber ich finde es ein bisschen sehr, sehr karg, ne? Also, es soll ja hier so eine Location sein, also ein Staudamm und sowas alles. Dann hast du da eine Mini-Safe-Zone gehabt. Was heißt Mini? War groß, aber warum ist da ein Staudamm und du hast einfach nirgendwo Gebäude? Du musst übelst weit laufen, wenn du irgendwo hin willst. Da ist auf jeden Fall was. Was ist ein Wachturm? Ist das ein Militär? Keine Zombies oder anderswertige Monster? Aber brutal lahm. Das ist die Antenne, die habe ich aus Weitem schon gesehen. Aber da oben ist auf jeden Fall was. Da, wo die gelbe Straße endet, war das? Genau. Nö. Oder doch. Das kommt eigentlich so vor. Tiddle-diddle-di. Bessere Atmosphäre, wenn wir so laufen. Okay, es ist kein Militärlager, es ist ein Wasserbehälter gewesen. Naja, was man hier findet. Witzig. Keine Türen. Da spart man sich eine Menge. Nägel zum Bauen und leere Dosen. Wer weiß, was wir damit gleich craften können, ne? Wir gucken uns ja erstmal um. Ja, nochmal Pasta, nochmal ein MAE. Take all. Close. Lead Shot. Blei? Kugeln oder was soll das sein? Leere Flasche. Ah, eine Toolbox. Rifle-Puder, cool. Gott. Oh, ich habe vergessen, die Jacke anzuziehen. Was ist das? Tarnjacke. Nehme ich einfach mal. Close E. Zieh mal die dunkle, also dunkel ist hier auf. Können wir den hier, dreckiges Shirt, können wir droppen.
Tarnjacke. Naja. Das Rett ist ja voll lahm. Ich glaube, ich bin übergewichtig, ne? Kann das sein? 35 von Novas. Okay, dann muss ich Sachen wegwerfen. Gott, warum? Ich will's nicht. Was werfen wir erstmal weg? Das Zeugs hier. Schon total schwer. Nein. Was ist denn hier so schwer? 3 Kilo. Wiegt so ein Leadshot. Oh, die sind schwer. Oh. Stimmen. So, jetzt haben wir wieder fast gutes Gewicht. Ja, man will ja nichts wegwerfen, ne? Ich esse unnütz viel. Stimme gehört. Mal gucken, ob wir jetzt vernichtet werden. Und warum auch immer können wir hier nichts durchsuchen? Schöne Küche. Leer. Riesenortschaft. Gar keine Ortschaft ist das. Hier endet auch nicht die gelbe Straße, oder? Doch. Nee, wir sind ganz woanders hingelaufen. Geh einfach weiter da lang. Okay, alles mitnehmen ist keine gute Idee. Logisch. Irgendwann sind die Taschen voll. Die Taschen sind irgendwann voll. Wirklich ein echter Weg. Ne? Meistens würde mich jetzt das Militärische, also dieses Waffen und sowas, interessieren. Selber bauen finde ich in solchen Spielen immer blöd, weil du machst dir die ganze Mühe, baust dir, suchst dir die Teile, baust das dann eine minderwertige Waffe, anstatt die Zeit zu nutzen, die einer zu suchen. Ne? Es wird auf jeden Fall, wir haben einen total helllichen Tag oben. Aber das Spiel wirkt noch wie Nacht. Ist allgemein also sehr dunkel. Aber es ist ja erst morgens, ne? Kann auch werden. So, da unten ist wieder irgendein Werk. Bergsteiger ist er ja nicht gerade. Uiuiui, was machst du denn da? Hör auf. Komische Stelle. Keine Ahnung, ob man auch eine Pistole irgendwo finden kann. Oder sollte man schon, oder? Das ist so ein Ferienlager hier oder sowas. Weil irgendwann will man sich ja mal verteidigen können und nicht mit irgendeinem Blade. Nein. Ich will mich verteidigen mit einer Waffe. Soda und dreckiges Wasser. Das darf ich nicht mehr mitnehmen. Das ist dasselbe, aber eine neue Hose. Darf ich auch so nehmen? Ja. Eine nigelnagelneue Hose. Oh, ich schreib. Woodland Military Pants. Akku Military Pants. Ja, welches besser? Weiß ich doch nicht. Halt, geht nicht so. Drop. Drop. Ist auf unser Gewicht achten. Bisschen zu schwer. Unglaublich gemütliches Bett. Aber auf Türen hatten sie keinen Bock. Türen gibt's nicht. Die sind in der Apokalypse einfach dahin gerafft. Alle Türen. Es war vielleicht die Türapokalypse und deswegen ist sie ausgebrochen, weil es einfach keine Türen mehr gab. Spaghetti, Essen. Close. Pipe, das ist natürlich interessant. Bisschen Klopf. Das könnten wir eigentlich auch rauswerfen. Aber es geht nicht, wenn man muss extra nochmal in dieses Menü. Wegen Gewicht. Und noch ein MAE. Also Essen en masse in diesem Spiel.
gar nichts. Leitern? Keine Funktion. Und weiter geht die Reise, würde ich sagen, ne? Das Interessanteste wäre was Militärisches jetzt halt, ne? ...6:10 Uhr. Oh, wir haben Downtown erreicht, ne? Sieht so aus, jedenfalls. M. Downtown hier, die Hauptstadt des Spiels. Nee, glaube ich nicht. Weiß ich ja nicht. Keine 64 Quadratkilometer im Leben nicht. Entweder mich da verlesen oder. Oder. Wo ist die Ammunition? Der ist einfach nur leer. Na gut, das ist keine. Das ist eher so ein Industriegebiet, würde ich sagen. Aber es zieht sich bis da hinten hin. Autos kann man leider gar nicht durchsuchen. Eine Werkstatt. Ne, hier ist ein Baumstumpf von Holz. Also ich weiß nicht, was ich jetzt brauche. Ne? Das ist das Blöde. Oh. Das sind Militärkissen, das erkennt man sofort. Green Shirt. Und das Green Shirt ist da nochmal drin. Und hier? Red Shirt. Das wird wahrscheinlich immer derselbe Schrank sein. Der wird mit Sicherheit besser sein als den, den ich hier auf habe, oder? Gucken wir uns so direkt an. Nicht drop. Use. 52 fucking Kilo kann der transportieren. Drop. Yeah. Nein, nicht Channel. Yes. Drop. Drop. Wir machen uns weiter. Weapon Workbench. Habe ich denn jetzt irgendwas? Ich habe noch kein Holz. Das ist doof, ne? So ein Rifle. Wooden Plank. Oh, da haben wir schon ein Backfeld. Habe ich noch gar nicht gefunden. Ja, also ich würde jetzt sowas bauen wollen, aber geht ja nicht. Scheint aber auch nur an sowas zu gehen, ne? Also ich kann nicht selber eine Hosentasche in der Waffe craften. Das geht nicht. Wäre auch doof. Ist aber klar, so eine Holzwerkstatt, warum soll man da keine Waffen craften, ne? So ein schöner Waffencrafting-Tisch. Leer. Oh, das sieht militärisch aus. Ne, schlechter. Scrap Metal. Das können wir da ein bisschen einstecken. Aber immer essen so brauche ich nicht. Ist gut. Ja. Oh, das ist doch Militärzeug. Warum kriege ich denn nichts? Scheiße, ich oft zu wiederholen gefühlt. Mann, ich drücke nicht auf E, ich drücke auf W. Scheiße. Pasta etc. Oh. Wenn ich jetzt hier nicht eine Wumme finde. Ammo, das ist schon mal. Das ist schon mal gut. Das sieht auch nach Ammo aus für 9 mm. Ein Paket Butter? Nein, 5,56. Irgendwelche Säcke, da unten ist noch was. Los. Riesenbox. Hat Wasserflaschen. Nochmal 9 mm. Fehlt nur noch die Waffe. Okay. Militärloot. Ja, es wird auf jeden Fall ein bisschen heller mal langsam, ne? Das ist alles nichts Militärisches. Ducktap zweimal. Take all. Oh, mein Gewicht steigt in Richtung Himmel. Ah nein, wollte ich gar nicht. Na komm, nimm mal ein bisschen Pasta mit, was soll's. Eine Militärtasche. Ein Backpack, ganz klassisch. Ich denke mal, der ist nicht besser, als den ich auf habe. Pringles.
und Schrott. Okay, das war das hier. Naja, immerhin was erfolgreich gefunden, ne? Das sind das Baufahrzeuge, ja. Das erste Militärlütchen. Obwohl, da ist so eine riesen Halle, ne? Ach komm. Da geht die Reise. Kannst du gar nicht abwarten, eine Waffe zu finden und mich gegen nichts zu verteidigen. Ist das befestigt da oben? Nee, ne? Kein Militär. Kleines Militärlägerchen oder so. So. Für diese düstere Musik die ganze Zeit im Hintergrund. Weiß nicht, der Entwickler. Kann ich leider nicht lesen gerade. Uah, leck. Sieht absolut, absolut unmilitärisch aus. Man kocht auf eine Säge. Ist das etwa eine Melee-Waffe? Nee. Dazu können wir so testen. Keine Ahnung, Hand. Also das interessiert mich jetzt irgendwie nicht mehr. Davon habe ich genug gefunden. Bin jetzt schon keine Lust mehr, Essen zu suchen. Hab genug. Wie sieht es denn aus mit unserem Essen? Alles gut. Ich habe HP verloren, wahrscheinlich durch die ganzen Stürze, ne? Und das ist... Was ist das für ein Gebilde da hinten? Sieht aus, als ob die Spieler da Action gemacht hätten. Oder ist das... Nee, das ist eine Bauruine. Mehr nett. Eine Ruine. Boah, ist der lahm, ey. Das liegt nicht an sein Gewicht. Das ist einfach nur eine Bauruine. Das können wir überspringen. So, Hauptstraße lang. Hier sieht es ein bisschen postapokalyptischer aus mit einer zugewucherten Straße. Da unten haben wir nochmal, ich denke, irgendwelchen Loot. Hier sieht es ein bisschen lebendiger aus, finde ich, als der Anfang. Da ist ein Tunnel da hinten sogar. Wo würde der hinführen? Wir gucken mal in der Richtung grob. Ne, gucken wir nicht. Also wir gucken jetzt... Wir gucken die Straße lang. Achso. Guckt wirklich dahin, wo ich hingucke. Der Tunnel? Scheint nirgendwo hinzuführen. Aber wir sehen auf der Karte ja schon, dass wir auf irgendwas Ortschaftmäßiges zulatschen. Ich bin auch neben der Straße auf der Karte. Aber ist egal. Das könnte natürlich ein fettes Militärlager sein. Oder ein fettes Staat. Die Hauptstadt des Spiels sozusagen. Lost Region. Manche sind wirklich lost. Also hier ist gar nichts. Aber ich kann es ja nicht erwarten, dass in jeder Ecke eine Hütte steht und mit Loot drin, ne? Weil der Loot sehr interessant ist. Also wir finden mehr Schrottzeugs als alles andere. Das ist nochmal so ein Camp. Wurde den Entwickler dann doch zu langweilig an der Stelle. Hat er da ein Camp hingehauen. Wo ich fast vermute, dass das eher Spielercamps sind. Wo... Warum sollten die da Fässer hinhauen und sowas, ne? Wenn ich jetzt auf B drücke, Quatsch mit Soße. Building, Campfire, wo haben wir denn hier irgendwie überhaupt was? Was? Ein Campingbett kann ich bauen, das war ein großes Zelt. Guck, seht ihr? Rope, Woodstick 60 fucking Stück, Kloss, okay. Und dann kannst du dir ein Zelt bauen. Und der ist auch ganz interessant, ne? Also wir brauchen eine Menge Wooden Sticks und ich habe überhaupt nichts mit Wooden Sticks gemacht. Aber wir dürfen die Camps teilweise ja mit nutzen, das ist das Interessante. Gucken wir mal, was wir kochen können, nachdem wir 10.000 Zutaten gefunden haben. Oder Sticks sind, sind aber nicht. Muss wahrscheinlich selber verarbeiten. Ha. Wir sind damit gerechnet, natürlich jetzt nicht. Aber egal. Ich glaube sogar die passende Munition gerade gefunden. So. Food. Mushroom Bottle with Water, haben wir gar keins, okay. Empty Bottle brauchen wir, haben wir. Also es fehlt bei uns das Wasser auf jeden Fall. Pasta mit Fleisch. Könnten wir alles bauen, wir brauchen diese eine Flasche Wasser. Wo kann man denn Wasser füllen?
Wenn wir keinen Brunnen haben, ne? Den hab ich gesoffen. Ich glaube, wir haben hier nicht so Wasser, ne? Wir werden nochmal sowas finden. 8 und 9, es wird auf jeden Fall viel heller. Wood? Was ist das für ein Gebüsch? Ist doch kein Wood. Was haben wir denn da? Woodsticks. Ah. Ein großer Woodstickbusch. Das sagt ja auch nie, wie viel du sammelst. Ah, oh, da guck mal, die große Stadt. Bestimmt so der Supers. Ach, wartet mal, wir haben noch ein Gewehr gefunden. Heldenhaft. Zack. Wer equipp ich's? Hä? Craft. Mit einem Nichts. Mausrad, ich kann irgendwie E, R. Jetzt hab ich einen Mauszeiger, scheiße. Oh, ich hab. Achso, bin im Schreiben, oh Gottes Willen. Enter, F1, F2. Wie equipp ich eine Waffe? Spiel. Ich hoffe, ich habe die Munition dafür. E, Q, T. Schreiben immer noch, Tim. Da. Z. Da geht alles gut. Das ist mein Menü. O, P. Ich habe keine Ahnung, wie man eine Waffe equippt. Ohne Witz. Wow, jetzt lädt er die Stadt. So, dann gucken wir einmal kurz im Option und im Input, ne, im Keybinding. Used. E. Craft, Build, Inventory, Charakter, States, Map, Pause, Primary Weapon 1, Secondary Weapon 2. Habe ich doch gedrückt. Chat T. 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2. Geht nicht. Er nimmt die Waffe nicht. Vielleicht ist sie noch defekt oder so. Keine Ahnung. Ich habe eine Waffe fertig. Also, das ist ja, die ist auch Primärwaffe, ne? Da. Ich schätze mal für zweiten. Drück 2, 1, 2, 1, 3, 4. Nö. Oder keine Angst haben, wenn keiner hier Waffen kriegt, ne? Kann mir auch keiner erschießen. Autoparts. Also ich würde mal querfeld eingehen. Boah, hier. Endlich können wir eine Flasche voll machen. Das dauert immer ein bisschen. Wenn wir irgendwo wieder so ein Campfire sehen, was wir auch selber craften können. Da gibt es ja lecker Pasta. Wer hätte gedacht, dass wir das schaffen heute? Vielleicht werde ich mal weggeschossen. Kann auch sein. Ich denke, er hat es getan jetzt, ne? Bottle of Water. Equip of 1. So, vielleicht geht das so besser. Ich fühle mich gerade so spontan. Nö. Geht nicht. Da hat man schon eine Kashi und darf sie nicht benutzen. Die Ortschaft sieht in Ordnung aus. Finde ich was, also. Bisschen seltsam, aber sie ist schön. Okay. Die Taschen aber werden manchmal vonnöten. Also ich denke mal. Tropft Wasser von der Decke. Hat mich wieder erschrocken. Also das sieht geil aus. Das sieht echt cool aus. Ich will raus hier. Ich habe Angst. Ah! Komische Wassertopfgeräusche. Eine Kirche. Da können wir erstmal beten gehen. Oh, ein Spielplatz. Kann ich rutschen? Könnte ich. Hui. Was ist das da für ein komisches Gebäude? Das ist ein Mini-Gefängnis. Boah, ist doch sehr liebevoll gestaltet. Teilweise schon. Also, so die Außenwelt ist jetzt nicht das Schönste, aber das hier haben sie schon hübsch gestaltet. Warum ist hier zu? Ich wollte in Ruhe beten. Ich darf nicht beten gehen. Die Tyrokalypse hat die Kirche aber nicht im Griff. Das ist ein
komisches Gebäude da. Strom oder so? Ist auf jeden Fall auch dicht. Lass den Ding so rein. Ist ja voll doof. Okay. Jetzt weiß ich gar nicht, wo bin ich? Ich bin jetzt hier in dieser Ortschaft und der Weg könnte tatsächlich in eine weiteren Safe Zone führen, ne? Wie gesagt, ich werde jetzt mir ersparen, ein Zelt zu bauen. Ganz mutig, wie wir sind, können wir tatsächlich doch mal auf Building Campfire Sticks. Das fehlen Steine. Schade, ich wollte jetzt ganz mutig hier eine Pasta machen. Kalaschnikow, du gehst nicht. Leider nicht. So. Ein paar Büsche pflücken noch. Ein paar Steine nehmen und dann machen wir uns eine Pasta, würde ich sagen. Wie viele Steine will er haben dafür? 7. Och, wir sind schon zu schwer. 3. Stein. Fünf. Das ist natürlich sauschwer. Perfekt. 6. 7. Kann ich das auch einfach so anzünden, so ein Campfire? Hä? 7 von 12. Ach du Jemini. Wenn ich schon so lahm bin. Da hinten sind die nächsten Steine. Cobra hier. Ach man, ist ja, stimmt. Das System gab es ja schon mal. Dass es Fraktionen gibt, tatsächlich, die nicht aufeinander schießen sollten. Ich weiß mal, wie das Spiel hieß. Aber wir sind ja jetzt hier diese komische SE-Typ. Und damit sind die wahrscheinlich meine Verbündeten und wir brauchen gar keine Angst voneinander haben. Was ich auch ein gutes System finde. Könnte man den anderen Survival-Titel auch so übernehmen. Finde ich jedenfalls. So, was sagt's? Oh, 19 von 7. Ich habe ein bisschen übertrieben. Ich habe es gebaut. Okay, wunderbar. Zack, was da? Drop? Nein, ich will es bauen. Wie baue ich das jetzt? Ach, guck mal, da hinten ist sogar ein Lager wieder. Ich weiß nicht, wie man das baut. Building? Muss ich das wahrscheinlich auf der 1 ziehen oder so? Scheiße. Keine Ahnung. Also wir haben hier auf Building haben wir diese Leiste von 1 bis 9. Und wenn ich auf Inventar gehe, habe ich diese Leiste aber nicht. Ne? Ich kann es nur droppen. Und es ist einfach dann verschwunden. Okay, macht nichts. Da hinten ist ein Lager. Irgendwie kann man es mit Sicherheit setzen. Was einfach mal leer ist. NPCs gibt es noch gar nicht. Da ist die Straße, die führt uns dann zum noch einer weiteren Safe Zone oder wer weiß wohin. Soll auch spannend bleiben, ne? Food. Mit Beef. Ja, der Empty Top fehlt. Ne, gar nicht. Der fehlt überhaupt nicht. Den habe ich. Ich habe ihn nur schon gecraftet. So, gucken wir mal auf I. Ich habe eine Pasta gecraftet. Used. Die war aber lecker. Und wir haben unseren leeren Topf sogar wieder. Raffiniert. Ich würde gerne mal einen Reload machen, ob wir dann unsere Waffe ziehen können. Oh, eine Scar. Das ist immer zu schwer. Mann. Achso, das geht gar nicht. Mache ich die ganze Zeit schon wieder falsch. Ach, man muss im Menü sein hier. So. Drop. Alle. Yep. Drop. Drop.
Vielleicht geht die Sky. Wow, die Sky auf. Zweiten Slot. Also, er zieht die Waffen nicht. Da steht 1 und 2. Mausrad nicht, gar nicht. Ich habe also wirklich viele Knöpfe schon gedrückt. Obwohl ich sogar in der Beschreibung geschaut habe. Der ist fast schon gut bewaffnet, tatsächlich. Richtig. Genau, wir gucken noch mal kurz. F1, F2 macht auch nichts. Auf dem Nummernblock 1 und 2 bringt es auch nicht. Dann auf mit runter bringt auch nichts. Sehr, sehr schade. Verstehe ich nicht so ganz, ne? Was das soll. Wofür habe ich denn dann Waffen? Können wir für den Slot auch was ziehen? Nee. Unequip. Unload. Equip 1. Equip 2. Keine Schnitte. Ich weiß nicht, was passiert, wenn wir uns jetzt ausloggen. Main-Menü. Multiplayer. Join. Das müsste der gewesen sein. Oh, es hat einen guten Ping. Pipik. Dann staunen wir nicht schlecht, was jetzt passiert. Bin ich auf dem richtigen Server? Wir waren ja sonst keine anderen, ne? Uah. Der Charakter ist schon mal da. Spawn. Und hat seine Waffen auf dem Rücken. Was? Und ich bin wieder in der Safe Zone. Wieso nicht da, wo ich mich ausgelockt habe? Was für Kack ist das denn? Hier kann man wahrscheinlich sowieso keine. Jetzt habe ich auf einmal Ausdauer da unten. Guck mal. Oder war die ganze Zeit schon da? Ihr Blindfisch. Sind die wirklich schneller, wenn man die benutzt? Das ist wieder weg, die Ausdauer. Okay, verstehe. Die scheint noch nicht so wirklich relevant zu sein. Wo bin ich denn jetzt überhaupt? Scheiße. Kann ich mich in dieser Map bewegen noch? Nee, ne? Ich weiß, dass wir da oben rechts waren. An dem Berg. Das soll dieselbe Safe-Zone gewesen sein, oder? Also 1, 2 drücken geht hier nicht. Wir müssen 3000 Meter laufen, damit wir aus der Safe rauskommen. Dann hoffe ich, dass er die Waffe zieht. Aber warum spawnt man denn in der Safe und wie blöd ist das denn? Immer wieder oder was? Naja, ist eine frühe Alpha, ne? Ich drücke 1, ich drücke 2. Er zieht gar keine Waffe. Das ist doch völliger Käse. Das heißt, müsste ich mich wieder sehen? Ja, ich bin wieder da. Da waren wir ja schon. Ich will das nicht denselben Weg nochmal laufen. Das ist ja Blödsinn. Deswegen würde ich sagen, machen wir hier einen Cut. Es ist noch einiges zu verbessern. Noch einiges viel. Aber wie gesagt, für einen kleinen Titel, gut, wenn der 20 Euro kostet, ist es schon etwas reichlich teuer dafür. Aber es sind halt noch Bugs ohne Ende. Das Waffenziehen, ich würde es gerne noch versuchen. Also eine Sekunde. Er hat gar keine Waffen dabei. Okay, die Sachen verschwinden einfach. Deswegen kann er sie gerade auch nicht ziehen. Überraschung. Gut, dann würde ich sagen, danke fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Video in der Testzone. Mal gucken, was da wieder Spannendes auf uns zukommt. Und ja, ich erkunde nicht weiter die Welt. Bis zum nächsten Video.